Da bist du endlich. Ach, sorry, ey. Hi, wir sind Judith und Frido und studieren nachhaltiges Management bzw. Volkswirtschaftslehre und Mathematik an der TU Berlin. Wir wollen euch heute den typischen Tag von Studierenden zeigen sowie den Campus. Komm mit, wir gehen in eine Vorlesung. Ja, dann herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, Thema Leistungsanalyse. Wir wollen uns heute damit befassen, wie wir dynamische Systeme modellieren können und wie wir grundsätzliche Aussagen darüber treffen können, wie gut so ein System funktioniert. Bevor wir jetzt richtig durchstarten, haben Sie dazu vielleicht noch Fragen? Bitte. Mich würde noch interessieren, was denn überhaupt der Vorteil so einer Vorlesung ist. Ja, das ist eine sehr gute Frage und vielleicht kann man sie am besten dadurch beantworten, dass man sagt, was eine Vorlesung nicht ist, nämlich das, was draufsteht. Eigentlich ist doch eine Vorlesung nur in zweiter Linie ein Vorlesen von vorgefertigten Stoff. Es soll doch eher eine Auseinandersetzung mit einem Thema sein, die wir dann auch gemeinsam durchaus beschreiten. Und sicherlich ist die Vorlesung auch die Gelegenheit, sich untereinander zu treffen. Sie taktet ihren Lernfortschritt und sie ist natürlich immer nur ein Teil in dem Gesamtangebot, das wir für Sie bereitstellen. Das heißt, Vorlesungen neben Übungen, neben Tutorien und jetzt eben auch verstärkt neben Online-Angeboten, die ja wieder ganz neue Vorteile mit in den akademischen Betrieb reinbringen. Wir befinden uns jetzt im hinteren Teil des Hauptgebäudes. Hier findet ihr das Campus Center, ein zentrales Angebot für euch, wo ihr Fragen zu Immatrikulation, Bewerbung oder eurem Studierendenstatus stellen könnt. Gleich daneben findet ihr das Auslandsamt. Dort könnt ihr euch zu eurem Auslandssemester informieren, das ihr vielleicht mit Erasmus machen wollt oder Übersee. Auch das CEMS wird hier interessant. Dort könnt ihr Sprachkurse machen und Zertifikate, die ihr dafür vielleicht braucht. Auf der anderen Seite des Campus Center findet ihr das Prüfungsamt. Dort könnt ihr den Antrag für Aufnahme des Studiums abgeben sowie Fragen zu eurer Prüfungsanmeldung stellen. Ganz am Ende dieses Ganges findet ihr noch weitere interessante Beratungsangebote. Dazu gehören die allgemeine Studienberatung, die Beratung für Studierende mit Behinderung und chronischer Krankheit sowie die psychologische Beratung. Weitere interessante Beratungsangebote findet ihr im ersten Stock. Dort ist das Familienbüro sowie das Büro der Frauenbeauftragten. Hier sind wir jetzt auf dem Südcampus. Hinter uns ist die Mensa. Dort gibt es die Vegan- und die Hauptmensa, sowie ganz viele verschiedene Mensen auf dem ganzen Campus. Es sind sehr günstige Angebote für euch, wo ihr mit Freunden Zeit verbringen könnt und eine kurze Pause machen könnt. Vielleicht seid ihr schon mal über das Wort AStA gestolpert. AStA steht für Allgemeiner Studierendenausschuss. In verschiedenen Referaten, zum Beispiel im Frauenreferat, kümmern sie sich um eure Interessen. Wenn ihr Fragen zu BAföG oder Rechtlichem habt, könnt ihr hier um Hilfe bitten. Wenn ihr weiter hier runterlauft, kommt ihr zur Universitätsbibliothek. In unserer Universitätsbibliothek könnt ihr fachübergreifende Bücher zu vielen Thematiken finden. Online könnt ihr Literaturrecherche machen und die Bücher dann vor Ort abholen. Das Gebäude hat 4 Stockwerke gemeinsam mit der Universität der Künste. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Fachbibliotheken, welche ein breites Angebot an spezifischer Literatur für die entsprechenden Studiengänge bieten. Außerdem gibt es in den Fachbibliotheken Lesesäle, in denen ihr euch in Stillarbeit auf die Klausuren vorbereiten könnt. Falls ihr gemeinsam mit euren KommilitonInnen lernen wollt, bieten sich Gruppenräume an. Diese befinden sich teilweise in den Bibliotheken, aber auch an anderen Räumen auf dem Campus. Ein Beispiel hierfür wäre der Sputnik-Raum, welcher sich im Erweiterungsbau befindet. Neben den Mensen gibt es auch noch viele studentische Cafés. Hier könnt ihr euch engagieren, aber auch einfach euch treffen, mit euren Freunden Kaffee trinken oder lernen. Hallo zusammen. Hallo. Wir befinden uns hier im Büro des Fachschaftsteams, einer von vielen studentischen Initiativen der TU Berlin. Sag mal, was macht euch eigentlich am meisten Spaß bei der Arbeit an einer Initiative? Da wären zum Beispiel die ganzen Veranstaltungen, die wir zum Wohl der neuen Studierenden haben. Jetzt gerade machen wir gerade Einführungstage für die neuen Erstsemester. Für mich ist es
am schönsten, die Interessen der Studierenden auch in den Gremien zu vertreten und somit den Studienalltag für alle Studierenden zu verbessern. Für mich der wohl positivste Aspekt ist es, viele neue Freundschaften und Kontakte schließen zu können, vor allem auch semester- und studiengangsübergreifend. Und deswegen freuen wir uns natürlich auch, von euch viele neue Gesichter zu sehen. Wir sind hier im Fitnessstudio von Hochschulsport, eine der vielen Sportstätten, an denen ihr Sportarten von Tanzen bis über Kampfsport machen könnt. Die Angebote sind sehr günstig für euch und ihr könnt sie während des Semesters oder auch in den Semesterferien machen. Wir sind jetzt im Physikgebäude im Fachgebiet Mikro- und Feingeräte. Hier kommt ihr hin für Laborpraktika oder auch Übungen. Anja, kannst du uns was zu dem Fachgebiet erzählen? Genau, also wenn ihr Lust habt, die ganzen theoretischen Sachen mal praktisch bei uns zu erleben, dann freuen wir uns auf jeden Fall, euch hier begrüßen zu dürfen. Wir haben immer ein offenes Ohr und versuchen auch in dieser jetzigen Zeit alles möglichst erlebbar zu gestalten. Und ja, kommt gerne vorbei. Lehrveranstaltungen bestehen häufig aus drei Elementen. Das eine sind die Vorlesungen, die in großen Vorlesungsräumen stattfinden. Dann gibt es Großübungen, die normalerweise von wissenschaftlichen Mitarbeitenden gehalten werden, wo man den Stoff der Vorlesung nochmal vertieft oder auch begleitend Rechenübungen macht. Und das dritte Element sind die Tutorien. Diese werden von Studierenden aus höheren Fachsemestern gehalten und man wiederholt und intensiviert den Stoff in kleineren Gruppen. Noch dazu hat man da besonders gut die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Wir sind jetzt gegen Abend im Schiller-Café, wo wir gemeinsam mit unseren Freunden nochmal unseren Studientag ausklingen lassen wollen. Wir hoffen, ihr hattet einen guten Einblick in die Universität und dass wir euch bald auf dem Campus begrüßen dürfen. Bis bald! Ciao! Ciao.